2017 haben sich zwei Menschen aufgemacht, sich ihren Traum zu erfüllen, und zwar im Wohnmobil zu leben. Wir wollten unser Haus verkaufen, ins Wohnmobil ziehen und haben uns ein Wohnmobil ausgesucht. Das war ein super geiles Wohnmobil. Das war für uns unser absoluter Traum, also noch besser als wir uns es erträumt haben. Und leider ging damit ein riesengroßes Drama los. Und in dieses Drama möchte ich dich heute mal ein bisschen mitnehmen, was uns da so alles passiert ist. Und es ging damit los, dass wir am 6.10. dieses Wohnmobil angeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist es, genau das wollen wir haben. Und ab diesem Moment ging eigentlich das Drama los, das sich über ein halbes Jahr gezogen hat. Also über ein halbes Jahr lang hatten wir nur Stress mit diesem Wohnmobil. Es ging schon damit los, dass die Auslieferung nicht in dieser Zeit geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn ich mir heute so die Timeline angucke, ja, hat sich das Ganze um 6 Wochen verzögert. So, wenn man da so ein bisschen rauszoomt, ist das jetzt nicht so viel Zeit, aber es ist halt immer so, wenn du drin steckst, ja, und da in über 6 Wochen beziehungsweise über 12 Wochen mit deinen Emotionen klarkommen musst, die da einfach aufkommen in dieser Zeit, ja. Und vor allen Dingen das Thema Ungeduld war bei uns beiden sehr, sehr ausgeprägt. Das hat uns unheimlich Stress gemacht. Und natürlich auch diese Ohnmacht, die man da immer fühlt, wenn du immer wieder bei diesem Wohnmobilhändler anrufst und du bekommst da niemanden ans Telefon und du wirst immer wieder vertröstet und es heißt immer, du bekommst einen Rückruf und dann ruft wieder keiner an und es vergehen die Tage vergehen und die Wochen vergehen und du hörst einfach nichts und du hast so einen Zeitpunkt, an dem du los möchtest und du merkst so, dass das schrumpft einfach immer mehr diese Zeit, ja? Also wie gesagt, es hat sich endlos hingezogen, bis wir endlich dieses Wohnmobil holen konnten. Es wurde dann letztendlich der 15.12. Wir hatten dann noch relativ viel Stress bei der Abholung. Wir hatten die Hunde mit dabei. Das heißt, die mussten da den ganzen Tag 350 Kilometer erstmal mit uns im Auto fahren. Da mussten sie da brav warten, während wir diese Einweisung von diesem riesigen Wohnmobil bekommen haben. 8,50 Meter lang. Wir hatten einen Schlüsselbund, da waren gefühlt 20 Schlüssel dran gehängt. Wie funktioniert die Heizung? Wie ist es mit dem Wasser? Was da alles so auf einen einprasselt? Also stundenlange Einweisung. Und ja, wir sind dann nachts heimgefahren im Dunkeln. Es hat geregnet. Das ist genau das, was man sich wünscht nach einem elendlangen Tag. Die Heizung hat nicht richtig funktioniert, also die Heizung im Pfarrerhaus. Das war dann der erste Punkt. Es hat sich dann ein paar Tage später noch herausgestellt, dass die Heizung im Wohnmobil auch nicht funktioniert. Da komme ich gleich noch dazu. Der große Hund saß hinten in seiner Box. Und was hat er da hinten mitbekommen? Also was er mit Sicherheit mitbekommen hat, war dieses Gerumpel. Ja, also das ist ein LKW. Da rumpelt es einfach ordentlich, wenn man da hinten mitfährt. Und für ihn war das natürlich auch neu. Und dann kam noch die Sache mit dem Gas. Und da frage ich mich, was hat er da hinten von dieser Gassache mitbekommen? Und was wollte er uns vielleicht auch sagen, während wir eine Pause gemacht haben, habe ich einfach den Hund aus der Box rausgelassen und habe gemerkt, mit dem stimmt überhaupt nichts mehr. Also der war in heller Panik, der war total aufgelöst. Und ja, was hat er da hinten mitbekommen von dieser Gasgeschichte? Und diese Gasgeschichte ist wirklich was, wo der Spaß definitiv angefangen hat, ein Loch zu bekommen. Nach dieser elendlangen Wartezeit hatten wir dann endlich dieses Wohnmobil. Wir haben die Heizung im Wohnmobil nicht zum Laufen gebracht. Also nicht nur die im Fahrerhaus hat nicht funktioniert, sondern auch die im Wohnmobil, im Aufbau. Und wir haben 2 volle Gasflaschen geschenkt bekommen. Von den 11 Kilo Gas, die wir bekommen haben, waren nur noch 3 in der Flasche. Das heißt, wir haben 8 Kilo Gas während dieser Fahrt vermutlich verloren auf der Autobahn, während unser Hund hinten drin saß. Und ich vermute heute, dass er wahrscheinlich das gerochen hat. Und was für ein Glück wir hatten, dass uns da tatsächlich nichts passiert ist.
als wir dann mit unserem Wohnmobil kurz vor Weihnachten in der Werkstatt waren, bei uns am unserem Wohnort, der hat sich das also angeguckt und hat gesagt, ja, also das ist nicht ordentlich installiert worden. Und er hat auch noch ein paar andere Sachen aufgedeckt, zum Beispiel, dass dieses Kabel von der Solaranlage viel zu straff verlegt war, dass es schon wieder aus der Steckverbindung rausgegangen ist. Als wir dann von der Wohnmobilwerkstatt wegfahren wollten, haben wir die Treppe wieder einfahren wollen, die da am Wohnmobil ist, damit man einsteigen kann. Und dann ging diese Treppe nicht mehr rein. Der freundliche Herr, der hat uns dabei geholfen, hat sich unter das Wohnmobil gelegt, hat sich die Treppe angeguckt und hat gesagt, ah, also die ist echt schon ganz schön hinüber, da brauchen wir eine neue. Ich so, ja, toll. Noch ein Punkt auf unserer Liste, was also zu tun ist. Und dann lag er da so unter dem Wohnmobil und hat er gesagt, ach, man sollte sich da vielleicht auch die Bremsen hinten mal angucken. Was wir auch entdeckt haben, war einen Gasaußenanschluss in der Heckgarage. Da war nämlich schon einer da, da hätte gar keiner hingemusst. Also, wenn sich dieser Wohnmobilhändler mal mit diesem Wohnmobil beschäftigt hätte, bevor er uns das verkauft hat, dann hätte er gesehen, dass da ein Gasaußenanschluss da ist und dass man nicht einen neuen verlegen muss und den auch noch so schlampig beziehungsweise nicht sachgemäß macht, dass da das Gas austritt. Das war jetzt erstmal so bis dahin. Das ist das, was alles vor Weihnachten passiert ist, noch in 2017. 2018 ging es dann lustig weiter. Wir haben dann ja zwischen Weihnachten und Neujahr 2 oder 3 Tage waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs. Das war schön, das hat uns gut gefallen. Es ist auch warm geworden. Aber ja, jetzt mussten wir irgendwie dieses Problem lösen. Diese Liste an Problemen, die wir jetzt da hatten, dann wer kümmert sich jetzt dann darum, ja? Nachdem wir jetzt so schlechte Erfahrungen gemacht haben und natürlich kein Vertrauen mehr in diesen Wohnmobilhändler hatten, ja, haben wir einen Termin in der Iveco-Werkstatt ausgemacht, der sich einfach mal das Fahrzeug so anguckt. Und am 5. Januar hatten wir diesen Termin. Und nach einem Komplettcheck haben wir also einen Kostenvoranschlag von 4.000 Euro in der Hand. Es war damals schon so die Frage im Raum gestanden, wollen wir mit diesem Teil jetzt wirklich im März losziehen? Schaffen wir das überhaupt noch? Ja, wir hatten aber auch hier wieder diesen Druck, ne? Wenn wir im März los wollen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ausgerechnet im Januar oder von Januar bis März noch ein ja, adäquates Wohnmobil finden, das einfach so unseren Ansprüchen und unseren Bedürfnissen entspricht. Dann haben wir uns also dafür entschieden, dass wir jetzt in den sauren Apfel beißen und diesen Weg weiter mit Willi gehen. Was wir dann gemacht haben, ist einen Anwalt einschalten. Das war die Idee meines Mannes. Der hat gesagt, also er möchte das Ganze einfach rechtlich abgesichert haben und wir nehmen uns einen Anwalt. Also haben wir ein Anwaltsschreiben aufsetzen lassen. Leider hat uns der Anwalt aber auch gesagt, der Händler hat das Recht nachzubessern. Leider hat sich der Händler dafür entschieden, das selber nachzubessern und hat dann noch zu uns gesagt, wir sollen ihm das Wohnmobil wieder bringen, wo wir gesagt haben, nein, das tun wir definitiv nicht. Wenn du da was nachbessern willst, dann holst du es selber. Es kam also dann tatsächlich ein Fahrer, der dieses Wohnmobil 350 Kilometer wieder ins Saarland gefahren hat, wo ich mir auch dachte, hoffentlich fahren die uns die Kiste da nicht zu Schrott und mit dem, was da alles ist. Der Witz war, wir haben dann noch ein paar Wochen später einen Strafzettel bekommen, weil wohl dieser Fahrer auf der Autobahn geheizt ist, wie bekloppt, und wir uns so gedacht haben, hallo Universum, was soll das alles? Also wie bekloppt kann es eigentlich noch werden? Naja, natürlich hat es dann wieder Wochen gedauert, bis dieser Wohnmobilhändler in die Pötte gekommen ist. Er hat uns dann das Wohnmobil also tatsächlich wieder gebracht. Und für uns hieß es wieder, okay, haben wir jetzt da Vertrauen oder lassen wir das lieber durchchecken? Und wir haben es lieber nochmal durchchecken lassen. Mal gucken, ob die alles richtig gemacht haben. Und wir wollten dann einfach noch ein paar Termine endlich in Angriff nehmen. Ja, wir hatten noch einen Termin in der Iveco-Werkstatt ausgemacht, dass die da nochmal drüber gucken, ob jetzt wirklich alles passt. Wir wollten neue Bezüge für die Polster. Wir wollten die Sitze, also die Fahrersitze neu beziehen lassen. Und einfach noch ein paar Dinge einfach einbauen ins Wohnmobil. Wir haben einen großen Heckaufkleber gemacht, mit wo Dog Nomads drauf stand. Und ja, da ist der Gatte also mit dem Wohnmobil
zum Aufklebern gefahren und ist mit ultraschlechter Laune wiedergekommen, wo ich zu ihm gesagt habe, was ist denn los? Ist der Aufkleber so teuer? Nein, aber der Willi wummert. So wie der wummert. Ja, wenn er, weiß ich nicht, zwischen 60 und 80 irgendwie gefahren ist oder schneller als 60 gefahren ist, dann wummert das Wohnmobil. Na, dann haben wir also wieder beim Händler angerufen, den gefragt, ob dem Fahrer das irgendwie nicht aufgefallen ist, dass der Willi wummert. Nee, also denen ist nichts aufgefallen. Und in der Iveco-Werkstatt kam dann auf, dass die Kardanwelle nicht richtig verbaut worden ist. Wir haben inzwischen die Aufstellung vom Händler bekommen und was alles gemacht worden ist. Und da wurde gesagt, es wurde nochmal für ungefähr 10.000 Euro nachgebessert. Okay. Und es ist uns am Anfang nicht aufgefallen, aber wir haben uns dann diese Aufstellung nochmal genauer angeguckt. Und ein entscheidendes Detail hat irgendwie gefehlt. Und das war die Sache mit dem Gasanschluss. Ja, neben der Iveco-Werkstatt, die die Sache mit der Kardanwelle herausgefunden hat, haben wir den Willi auch noch mal zum Concorde-Händler. Also ich kann inzwischen nur noch lachen über diese ganze Geschichte. Der hat sich das noch mal angeguckt und dem ist dann also aufgefallen auch, dass ja an diesem Gasanschluss nichts gemacht worden ist. Er hatte den ja stillgelegt vor Weihnachten und genauso wurde er uns auch wieder gebracht. Aber es war auch ein bisschen ein gutes Gefühl für uns, dass dieser Wohnmobilhändler mit seinen Pfuschfingern nicht an diesen Gasanschluss nochmal hingefasst hat. In die Werkstatt zu gehen und zu gucken, was passt nicht an Willi, ist eine Geschichte. Die zweite Frage ist dann, wer übernimmt die Kosten? Wie geht's jetzt weiter? Müssen wir Willi wieder zurück ins Saarland bringen? Darf der Händler nochmal dran rumpfuschen? Das erfahrt ihr im nächsten Teil.